Eine Scheune. Wirklich suchen. Oder zum Beispiel, einen Moment, das hier ist auch sehr, sehr schön. Da ist natürlich im Vordergrund eine Frau, da hinten würde ich sagen, ein Mann. Aber auch nicht mehr so sofort. Man erkennt es noch. Oder wir haben dann hier dieses Werk. Da geht es auch wieder um Figuren, Baum, kann man sagen Wald oder so. Dann haben wir natürlich auch viele kleine Aquarelle. Das ist ein großer Schwerpunkt bei ihm. Also Leinwände begrenzt, aber Aquarell oder Zeichnungen. En masse. Aber es mag ja auch immer daran liegen, ob er so viel Geld hatte, immer Leinwände zu kaufen, weil er ist ja Jahrgang 1954 und im Jahr 2003 ist er schon gestorben. Das ist also eigentlich ein traurig, dass er so früh gegangen ist. Aber er hat seine Vorstellungen vom Malen also weitergeführt. Ja, und er hat ein großes Werk hinterlassen. Ja. War ein sehr fleißiger Künstler. Und hier ist eins wieder aus dieser Phase, wo er sehr abstrakt wirkt. Ist auch eine schöne Arbeit. Das ist aber das wieder ganz Ja, anders. ja, ja. Ist auch vielseitig. Aber ist das, denke ich, das hängt an seinen Entwicklungsstufen. Also die ganz frühen Arbeiten sieht, wo er sich auch auf der Kunstakademie in Düsseldorf beworben hat und woraufhin man ihn auch als Schüler genommen hat. Und dann ist er jetzt zu diesem Gotthard Graupner gekommen. Und da haben die schon die Qualität erkannt, die er hat. Ja, er ist nicht umsonst von Gotthard Graupner selbst persönlich zum Meisterschüler ernannt worden. Ja. Hey, das macht man ja auch nicht, wenn man das nicht möchte. Wir haben da hinten auch noch eine abstrakte Frau, eine große Arbeit. Mir ist gerade aufgefallen, wenn wir Abstand haben zu den Bildern, erkennen wir die Strukturen besser. Cézanne hat mal gesagt, Farben sind der Ort, wo sich unsere Gedanken und das Universum begegnen. Also auch Richard Scherf hat sich mit Farben so weit auseinandergesetzt, dass er sich auf drei Grundtöne reduziert und dann diese Töne auch so ein bisschen in das Bild hinein und aus dem Bild hinaus wischt. Ja. Denn Farben können ja auch unsere Gefühle beeinflussen. Wer hat wen inspiriert? Richard Scherf, Gotthard Graupner oder umgekehrt? Ja, bei Gotthard Graupner ist ja wirklich nachher, man sieht ja da die Farbflächen. Ich habe hier gerade das Einladungsplakat. Und da ist also auch eine Farbfläche drauf. So, da haben wir hier ein bisschen Gotthard Graupner. Mit dem Bild dann atmen. Muss der Ja. übertreffen. Also da ist ja, da erkennt man jetzt eigentlich nur noch Struktur und Farbe. Ja. Aber da muss man ja den Weg, den muss man erstmal einschlagen. Ja, seine bekanntesten Werke sind ja die Farbkissen und die beiden Bilder, die er für das Schloss Bellevue geschaffen hat. Ja, der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte sich das 1988 gewünscht und hat auch geschwärmt von Gotthard Graupner, vom Höchstmaß an geistiger Spannung und Konzentration dieser zwei in den Raum gewölbten Farbbilder, Farbkissen, sind ja eigentlich Kissen, ja, mit dem Titel Begegnungen. Ja, und jetzt sieht man sie auch heute noch, wenn da offizielle Empfänge sind, sehen wir immer den Gotthard Graupner im Hintergrund mit seinen Farbkissen. Ja, und er hat sich ja wie kein anderer zeitgenössischer Künstler mit der Farbe auseinandergesetzt. Ja.
Also ich glaube, das im Artmuseum sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Aber auch hier den Richard Scherf. Aber auch den Richard Scherf. Ja. Gut. Weil die beiden gehen Hand in Hand. Ja, deshalb haben wir auf diese Ausstellung ja. auch für das Jahr eben halt vorgesehen. Mhm.